Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit mal eine Quest bekommen für eine Station, die verlassen im Weltraum rumschwebt. Und da sind wir gestern hingeflogen und haben uns da schon mal ein paar Rätseln gestellt. Nun geht es weiter hier auf der Station und mal gucken, was hier noch passieren wird. Viel Spaß! So, auf ein neues. Wir gucken zuerst hier rein. Sehen, dass kein Bot uns anguckt. Und dann gehen wir hier so rein. Dreckige Bots. Und du bist James? Dr. James Guthrie. Aktueller Status lebendig. Zustand extrem instabil. Stasis-Einstellung aktiv. Anmerkung. Damit eine Chance auf Überleben der Wiederbelebung besteht, braucht das Subjekt eine extensive Nuklein... Resequantialisierung. Oh Gott. Tut mir leid, dass es so geendet hat, James. Wir werden wiederkommen und alles in Ordnung bringen. Das schwöre ich. Bitte verzeih uns. Dr. Eva Chartrand und Dr. Lowry Fahl. 991 Tage. Ja. Ja, Mensch. Vielleicht können wir dich später aufwecken, wenn wir das Ganze hier eingenommen haben. Subjekt Dr. Clary Purcell. Lebendig. Guck mal, die sind in den Säulen drin. Solange der nicht hinguckt, kurz mal refreshen. So. Ach, da oben. Lol. Ja, Abkürzung. Kurz refreshen. Frag dich, ob es funktioniert. Weil im Endeffekt bin ich, glaube ich, beim gleichen Status, wenn ich hier ankomme. So. Schlüsselkarte oder so finde ich hier nicht, oder? So, Sicherheitsroutinen, Sicherheitsprotokolle modifizieren, Sublight-Überbrückungsdatenmodul einsetzen, fortsetzen, zurück zum Stammverzeichnis, Projektzusammenfassung, James und dieser andere da. Ziel, Weiterentwicklung der Chimärenwissenschaften via gezielter Modifikation menschlichen Nukleins mittels von Halcyon lokaler Fauna erhaltener DNA-Strängen. Okay. Geschwärzt. Stationsmoral. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es eine Kultur des Misstrauens die Beziehungen zwischen dem Forschungsstab und dem Sicherheitsdienst auf HFS 1084 verschlechtert hat. Viele von euch haben um vorzeitige Entlassung gebeten. An den Forschungsstab, die Bedeutung eurer Arbeit sollte jegliche zwischenmenschliche Konflikte in den Schatten treten lassen. An den Sicherheitsdienst. Es wird keine vorzeitige Entlassung geben. Ihr werdet außerdem bemerkt haben, dass in euren Verträgen kein Auslaufdatum vermerkt ist. Wir können gerne eine Diskussion über Moral und ihren Einfluss auf Erfolgsmetriken führen, sobald die Frage über die laufende Existenz der Menschheit in der Halcyon-Kolonie geklärt ist. In der Zwischenzeit solltet ihr euch alle wieder an die Arbeit machen. Nett. Eingestellt auf ewig. Wer will das nicht gerne haben? Um ein Haar hätten wir Charlie verloren. Die Resequenzierung ist außer Kontrolle geraten. Sie hat wie vorgesehen begonnen, nahm jedoch kein Ende und hat sich über das isolierte Gewebe hinaus ausgebreitet und das gesamte System befallen. Er sagte, es fühle sich an, als würden alle seine Organe jucken. Ich sagte ihm, wir würden ihn auf Eis legen, ihn einfrieren, bis wir den Fehler isolieren und umkehren könnten. Wann immer Lore vorbeikam, streichelte sie meine Schulter und bat mich, eine weitere Messung vorzunehmen. Nicht, dass sie nötig gewesen wären. Sie wollte bloß, dass ich mich beschäftige. Seitdem sieht sie jede Stunde nach mir. Claire. Wir mussten Claire heute auf Eis legen. Sie und die anderen haben Strohhalme gezogen. Claire hat verloren. Die Veränderung ging diesmal langsamer vor sich. Zuerst verblieb die Resequenzierung innerhalb der normalen Parameter. Doch dann begann sie sich
auszubreiten. Genau wie bei Charlie. Morgen werde ich mit der Projektleitung Kontakt aufnehmen. Ich brauche Antworten. Ich frage mich, wie es Caffrey geht. Durch seine Tür kann ich Symphonien hören. James. Dieses Protokoll wurde von Dr. Fahl erstellt. Ich musste Dr. Chatrand eine Dosis Beruhigungsmittel verschreiben, die selbst einen Troglor ausgenockt hätte. Gestern Morgen haben Dr. Cudry und ich mit Strohhalm ausgelost, wer von uns das nächste Testsubjekt werden sollte. Er hat den Kürzeren gezogen. Keine neuen Entwicklungen. Auch nach all unseren Opfern fühlt es sich an, als wären wir meilenweit von einem Durchbruch entfernt. Eva konnte sich die Verluste nicht verzeihen. Vielleicht wird es ihr helfen, HFS 1084 eine Zeit lang zu verlassen. Der Vorstand hat den Erhalt meines Berichts bestätigt und unsere Abberufung übermittelt. Wir warten nur noch auf ein Transportschiff. Ich wünschte, wir könnten das Projekt eine Zeit lang hinter uns lassen, um uns zu sammeln, aber wir haben diesen Punkt noch nicht einmal ansatzweise erreicht. Oh. Was auch immer da steht. Ich werde es nicht lesen. Schade. Ich wäre gern hier durchgegangen. Na gut, alles erledigt. Wie läuft jetzt hier durch? Oh oh. Ziemlich am Arsch, ne? Wie machen wir das jetzt? Scheiße. Schnell durchrennen. Oh, das war close. Was hätte ich auch so mal machen müssen? Was für ein Spaß. Alter, geh mir aus dem Weg, Junge. Alles erledigt. Die dürften eigentlich schon gar nicht mehr hier sein. Das ist nicht mehr deren Schiff. Okay, ich würde sagen... Sam, I must confess. I have not been cleaned for far too long. You're sure this will... Oh, yes. That's the spot exactly. I... Why, I didn't expect you to be so thorough. I am ashamed to admit. Oh, Captain, there you are. Pardon, but perhaps you could afford us some privacy, please? Up to Groundbreaker. Hardred Ausweismodul. What do you think you're doing? Gib dir 36 Bits dafür, bitte. Thanks for the bits, friend. Brauchte aber dieses Modul. Wofür auch immer es war. Oh, paranoid. Nachdem du in der Vergangenheit wiederholt von Wachen erwischt worden bist, bist du ständig nervös. Wenn du in Sperrgebieten unterwegs bist, bist oder schleichst, bist du sogar doppelt so nervös wie sonst. Das kann man nehmen. Gar kein Problem. So. Dann gehen wir auf... Rüstung reduziert. Na gut, keine Ahnung, wofür das gut sein soll, dieses Ding, was wir eingesammelt haben, aber ich hoffe, es ist das Geld wert gewesen. Außerdem habe ich Trinken gekauft. Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Well done, Captain. So, du wirst auch einige geborgene Roboter finden, die auf einen neuen Besitzer warten. I'll have those dismantled. You can never be too careful when moving into someone else's territory. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? Lügen, es war ein einfacher Job. Nein, ich bin mal nett zu ihr, weil sie ist auch böse. Sobald ich das Licht eingeschaltet hatte, wimmelte es vor UDL-Soldaten um mich herum. I knew it. They've been shadowing us since Monarch, maybe even longer. I've been less than honest with you.
Your assignments weren't strictly about the salvage business. You might have figured that out already. Ich sehe ein bisschen aus wie, wie heißt er nochmal? Herr Newstime mit der Brille, oder? Kann das sein? Der hat ja auch so eine eckige Brille, glaube ich. geht es um deine mysteriösen Warnungen? That's right. Up until now I've kept you in the dark, for your protection. And more importantly, mine. But I'd like to think we've earned each other's trust. After the Monarch job, I started connecting the dots. I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big. Something none of us were meant to know. Die Wahrheit über das menschliche Steißbein? I'm thinking more along the lines of the sapient species paradox. Was? Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Intelligenz habe ich nicht. Das Sapienis-Paradoxon. Du denkst, es geht hier um eine, um die Entdeckung intelligenten Lebens? Oh. Ich rate mal, dass du eine Ahnung hast. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? Ich schätze, das hängt davon ab, worüber wir reden. You call that an open mind? All right, here goes. Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084, and who knows what else. We have to put a stop to it. Außerirdische? Hear me out. I'm saying it's aliens. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. I assume you have questions? Ist doch vollkommen verrückt. Remember what I said about keeping an open mind? If we're gonna see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting doubts aside. Wenn du Außerirdische sagst, wovon reden wir dann genau? Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with Halcyon biology to twist us, change us. Make us more like those monsters on Monarch. Naja, also... Es ist schon so eine Verschwörungstheorie, ne? Ja, also... Ich bezweifle stark, dass Außerirdische da irgendwo ihre Hand im Spiel haben, weil... Ich meine, irgendjemand hätte es doch gemerkt. Es gibt doch immer jemanden, der das merkt. Das ist ja... Genauso wie eine Verschwörungstheorie wie hier, dass einige Menschen von Reptilien ersetzt worden sind. Das ist genau die gleiche Scheiße. Diese kleinen grünen Bastarde müssen bezahlen. Terrific. That go-getter initiative will carry you far in Sublight. Woher weißt du, dass ich kein außerirdischer Spion bin, der dich zum Schweigen bringen will? Sharing my findings took a calculated risk. If you were a spy, I doubt you'd even realize it. Only your cells would know. Wir kommen dich holen, Delia. Tobias, get my knife, the big one. That was a joke. Haha, we each get one. Now, back to business. Ach, jetzt bin ich plötzlich wieder richtig hell geworden. Dadurch, dass die Sonne verschwunden ist. Ein bisschen zu hell. So. Okay, das reicht jetzt.
Sag mir, was getan werden muss. Dr. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species. I need you to put a bullet through her skull. Dr. Chartrand? Okay. Klingt nach schmutziger Arbeit, aber ich nehme den Auftrag an. This key card will get you through the front door of her Byzantium estate. Don't ask how I got it. You might not like the answer. By now, the other side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Ich find die cool. Ich find die richtig cool, wie sie agiert. Und, ah, das war ein Witz und so. Aber richtig trocken, weißt du? Richtig, richtig trocken. So, und wieder. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Hey, ich guck mal kurz nach. You're adjusting before you pull. You're anticipating it. You. Of course I'm anticipating it. What if I shoot a friend on accident? That's on account of your stance. You want to lean into it. Die kann doch schießen. Work with it. Was soll denn der Scheiß? Naja, jedenfalls, jetzt geht's wieder nach Byzantium. Können wir natürlich nicht machen. Wir können doch nicht nach Byzantium. Was? Achso, Olymp war das andere. Monarch? Achso, radiofreies Monarch. Warte. Doch. Können doch nicht dahin. Byzantium ist doch auf Olymp, oder? Wir werden es noch rausfinden. Wir haben doch so viele Planeten, ey. Da haben wir noch keinen Landeplatz. Na gut. Radiofreies Monarch. Dann machen wir da weiter. Erstmal nach Stella Bay. Oh, das ist so ein langer Weg. Wieso kann er nicht zwischendurch schlafen? Oh, ich habe zu lange geschlafen. Shit. Ja, shit happens. So, aber ich habe ja Trinken eingekauft. Zumindest ein bisschen was. Na gut. Oh, wir waren doch beim Laden, oder? Ja, stimmt. Oh, wir hätten auf der Ground Baker verkaufen können. Eben so ein Vollhonk. Naja. Was soll's. So, oh, 74 Meter. Das ist wirklich weit weg. Achso, ist draußen wahrscheinlich, ne? So, der Yachtclub. Wir müssen mal wieder Trinken kaufen. Überall, wo ich reinkomme, jetzt Trinken kaufen und alles. Und verkaufen. Well, well. Enjoy. Now what can I do was? For you? Achso, ich habe was geschenkt bekommen. Geil. Also, du hast nur Alkohol? Kann ich bei dir den ganzen Schrott verkaufen? Ja, sehr schön. Ah, und schon wiege ich nichts mehr. Und ich bin reich. Hallo. Be careful with your new friends in Amber Heights. They're not the most reliable types. Anyway, what can I do for you? Ich habe deine Evaluierung auf einem Terminal in AAS-Gebäude gefunden. Du hast schon mal erwähnt, dass ihr Probleme mit anderen Konzerten hier habt. MSI muss die Frequenz frei halten. Ihr blockiert die Station auf dem Devil's Peak. Ich habe Fragen zu MSI. You're just as rigid as the old executive committee. Why, we've hardly been able to get a clear message out until recently. When Graham finally shut up.
It isn't easy keeping a town like Stellar Bay afloat, especially without the board's backing. We need that frequency to reach our trading partners. Es muss eine andere Möglichkeit für euch geben zu handeln. Well, Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Ah, oh, die mag ich auch. Ich weiß nicht, die ist sympathisch. Die Lady weiß, wie der Hase läuft. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Mhm, ihr scheint hier ein kleines Raptidon-Problem zu haben. And a Mantisaur problem, and a Marauder problem. Many, many problems, but they can all be solved with a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting with the Bolt 52, we won't need to advertise anymore. We can stop our transmissions altogether. And you'll have a powerful ally on the board. Vielleicht liegt es auch einfach an diesem komischen Lächeln, was sie macht. Das Einseitige. Dieses Bolt 52 klingt praktisch. Was ist das? Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Alles ist mächtiger als das Schwert, was ich habe. Wenn du das Bolt 52 hast, was ist dann der andere Teil deines Plans? I'll need to gather some supplemental materials, but I mustn't get ahead of myself. You do tend to do that. The Bolt 52 will be in the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days it's overrun with marauders and raptodons. Warum sprichst du das so aus? Saying what, which way? AAS, du sagst AAS statt AAS statt AAS. That's just what it's called. It's supposed to stand for something, but I forget what. Okay. Es hat nichts mit dem AAS zu tun. Ich werde schon erkennen, wie ich es finde. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it, so it doesn't fall into the wrong hands. Uh-huh. Okay. Gut. Dann werden wir was unternehmen. Die Frage ist, wie weit vom Gebäude entfernt? Er meinte halt nur, es ist entfernt, aber nicht wie weit. Das AAS-Lager. Mal gucken, was sein soll. Und wir wollten unter die Brücke. Vielleicht laufe ich da jetzt einfach mal zu Fuß hin. Und damit kommen wir für heute zum Ende. Das Schiff war echt geil. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich wünschte mir, es gäbe mehr davon. Aber ich glaube, vielleicht maximal noch ein. Wäre, glaube ich, nicht schade eigentlich. Dafür werden wir morgen eine Quest für Sanja Nandi machen. Keine Ahnung, ich mag den Typen irgendwie. Der hat irgendwas. Keine Ahnung was. Ja, ich würde sagen, bis morgen. Ciao.